Bewegungsgespräch sozusagen, oder sozusagen ist mein dummes Wort. Danke, dass du hier bist bei unserem Bewegungsgespräch. Wir sitzen hier ungefähr eine Woche, nachdem 8.000 bis 10.000 Leute in Berlin auf einer Demo marschiert sind unter dem Slogan Energiewende retten. Und vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung tatsächlich eine EEG-Reform, also eine Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes, verabschiedet. Und ganz viele Leute sagen, das ist schlecht für die Bürgerenergiewende, für die Energiewende von unten. Was passiert denn da gerade eigentlich mit der Energiewende? Ja, also ich glaube, der Slogan von dieser Demo war schon ganz richtig. Energiewende retten trifft es insofern auf den Kopf, als dass es ein ziemliches Energiewende-Verhinderungsgesetz ist eigentlich, was da jetzt beschlossen worden ist. Also um es kurz zu sagen, ist es eigentlich ein Gesetz, was die großen Energiekonzerne, also die alten Kohle- und Atomkonzerne, die wir noch haben, protegieren soll und denen einfach sozusagen ihre letzten Pfründe sichern soll. Das ist explizit gegen dezentrale Strukturen gerichtet. Es ist explizit sozusagen auch dazu, oder es ist bewirkt, dass Bürgerenergiegesellschaften, Genossenschaften, ja, Einzelpersonen es sehr, sehr, sehr viel schwieriger haben werden. Und das ist, glaube ich, strukturell ein Riesenproblem. Also das ist sozusagen total zu kurz gedacht, wenn man über die gesellschaftliche Herausforderung Energiewende spricht. Und ich glaube, es ist strukturell deswegen ein Riesenproblem, weil es eben zentrale Großstrukturen zementiert und verhindert, dass wir eine demokratische Energielandschaft haben werden. Das zweite Riesenproblem am neuen EEG ist, dass es die Ausbauziele, die da gesetzt werden, schlicht nicht ausreichen werden, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Das ist mit diesem neuen EEG nicht zu erreichen. Dafür müssten wir viel mehr Erneuerbare zubauen. Insofern ist das ein Riesenproblem. Für uns, arbeite in einer Energiegenossenschaft, für viele ist da wirklich, sind da sozusagen auch Grenzen gesetzt worden, sodass man nicht weiterarbeiten kann in den Geschäftsfeldern, wo man aktiv ist, und sozusagen an Ausbau ist gar nicht zu denken. Das heißt, was viele jetzt vielleicht auch noch mehr machen werden müssen, ist sowas, was wir in Berlin versuchen, einfach sozusagen die Kontrolle über die Infrastruktur zu bekommen, also über die Stromnetze zum Beispiel. Die sind ja nach wie vor an vielen, vielen Stellen in den Händen der großen Konzerne, die damit auch noch Geld verdienen im Vergleich zu fossilen Energien. Braunkohleabbau, ja. Genau, und deswegen wird das, denke ich, nochmal ein sehr viel entscheidenderes Feld sein, wo wir versuchen müssen, einfach als Bürgerinnen und Bürger sozusagen die Finger ins Spiel zu kriegen, um schlichtweg dafür zu sorgen, dass wir umsteigen von fossilen Energien, von Atomenergie auf Erneuerbare. Ich finde also den Punkt mit der demokratischen Energieversorgung, den du nochmal stark gemacht hast, total wichtig, weil, ne, wir sind ja hier in einer linken Stiftung. Es gibt traditionell in der gesellschaftlichen Linken so ein bisschen diesen Gedanken der Energiewende, das ist irgend so ein technischer Ökoprozess. Ja. Aber deswegen argumentieren wir hier oft mit dem Begriff, nee, es geht jetzt gar nicht nur um eine technische Wende. Die technische Wende ist wichtig, weil es ist total wichtig, von der Atomenergie wegzukommen wegen Tschernobyl und Fukushima und Hiroshima. Und es ist wichtig, von den Fossilen wegzukommen wegen Klimawandel und überhaupt, weil diese Konzerne eine riesige Macht im Staat haben. Aber die Energiewende ist ja nicht nur eine technische Wende, es ist ja wirklich eine Demokratiewende. Mhm. Es geht ja wirklich auch darum, eine Gesellschaft anders aufzustellen. Das sieht man von irgendwie den kleinen Bioenergiedörfern, wo ganz konservative Bürgermeister plötzlich ganz progressive, gesellschaftsverändernde Projekte an den Start bringen und eben auch in den Rekommunalisierungsprojekten, in denen du aktiv bist. Und ich war letzte Woche zumindest teilweise bei der Demo dabei, und das war eine total, also Roman Denter, einer der Leute, der früher von Attac kommt und jetzt beim Bundesverband Windenergie, glaube ich, arbeitet, der hat das als die Koalition der Unerwarteten bezeichnet. Das war total spannend. Ich war noch nie auf einer Demo, wo irgendwie, da waren Ende Gelände, Links- und Ökoradikale, da waren aber auch die Leute von Enercon, mhm, oder Procon, den großen Windfirmen, die, ja, da wirklich ihre Belegschaftsbussen angekommen, ja, 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 waren. Da waren so Windenergiebauer aus dem hohen Norden, also so stämmige Landwirte aus Norddeutschland, also auch nochmal ein anderer Schlag als man, und natürlich auch so die üblichen eben Attac-Camp-Aktivistinnen, und es war wirklich ein ganz, ganz breites Bündnis, und die Einführungsrede wurde von einer alten Bekannten von uns gehalten, von Kerstin Rudeck, von der BI Lüchow-Dannenberg, und wir kennen uns ja auch ursprünglich von den Castor-Protesten, und das war so die zweite Frage, die ich dir stellen wollte, also Kerstin hat da auch nochmal gesagt, ganz stark gemacht, liebe Leute,
der Kampf gegen die Atomenergie ist auch noch nicht gewonnen, das ist auch noch nicht durch. Da dachte ich dran, dass wir als Klima- und Anti-Kohle-Bewegung seit ein paar Jahren immer zu den Anti-Atomis hingehen und sagen, hey, ihr habt doch gewonnen, super, gratuliere, wir klopfen euch voll auf die Schulter, jetzt kommt mal bei uns vorbei, macht mal bei uns mit. Und dann wird mir da gespiegelt, Moment, das ist noch gar nicht vorbei. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, als alte Kämpferin aus der Anti-Atom-Bewegung, wie stellt sich das denn gerade jetzt dar, dieses Element der Energiewendebewegung, Anti-Atom, wie virulent ist das jetzt noch, wie wichtig? Das ist an vielen Stellen sehr virulent. Ich finde, gerade wenn man sich zum Beispiel anschaut, was gerade passiert bei den großen Energiekonzernen, also den Atomkonzernen sind es ja auch immer noch, die betreiben auf der einen Seite weiterhin Kraftwerke, Atomkraftwerke und verdienen damit gutes Geld. Auf der anderen Seite versuchen die gerade massiv ihre Verantwortung, sich ihrer Verantwortung zu entledigen für die Altlasten. Also zum Beispiel für die Lagerung des Atommülls, für die Suche von irgendwie eines einigermaßen möglichst sicheren Endlagers. Das sind ja Riesenkosten und wir haben ein Verursacherprinzip. Diese Kosten müssten eigentlich diese Konzerne tragen. Jetzt versuchen sie aber, indem sie in den Unternehmen Aufspaltungsprozesse anstoßen, sich dieser Kosten zu entledigen und das auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Das finde ich eine zentrale Frage, wo wir uns ganz explizit auch aus der Position der Anti-Atom-Bewegung gegen wehren müssen, weil das sozusagen nicht sein kann, dass diese Unternehmen jahrzehntelang Milliardengewinne mit Atomkraftwerken machen und hinterher die Kosten nicht tragen wollen. Das ist eine ganz zentrale Position oder ein zentraler Punkt, wo der Kampf einfach noch nicht zu Ende gekämpft ist. Dann, meine, Einblick nach Europa zeigt, wir haben weiterhin da noch ganz, ganz viel zu tun. Also es gibt europäische Nachbarländer, in denen neue Atomenergieprojekte geplant sind. Es gab gerade auch noch mal von europäischer Ebene den Vorstoß, Atomenergie explizit zu fördern. So wie man Erneuerbare fördert mit wie heißt das, Einspeisetarifen. Richtig, so. Genau. Also schön eine Förderung von einer total überholten Risikotechnologie. Das heißt, an der Stelle ist der Kampf noch nicht zu Ende gekämpft. Und das, ich meine, ist sozusagen vielleicht ja mal die spannende Frage an dich, wie du das siehst. Ich finde immer, der zentrale Punkt ist, und da geben sich sozusagen Anti-Atom-Bewegung und Klimabewegung ja die Hände, dass wir sozusagen einen strukturellen Konflikt nach wie vor führen. Und das ist das, was wir auch beim EEG sehen, dass wir eine Auseinandersetzung haben zwischen Akteuren. Und dass es sozusagen schlicht und ergreifend eine Machtfrage ist. Wer übernimmt sozusagen die Macht, wer übernimmt auch die Führung und die Deutungshoheit im Energiebereich? Werden das die großen zentralen Konzerne sein und vielleicht irgendwann nicht mehr mit Atomreaktoren, sondern dann eben, momentan ist es eben die Kohle, nimmt sogar zu, die Kohleverstromung. Genau, oder bald mit den großen Windparks oder. Genau. Das ist tatsächlich, ich finde, das ist genau ein guter Punkt. Es geht nicht um die technischen Fragen, es geht um Machtfragen. Und das ist richtig. Ja, wir sagen ja auch immer aus der Klinik, ich komme ja eher aus dem, was ich Klimagerechtigkeitsbewegung nennt, als Klimabewegung, und wir kritisieren die klassische Klima- und Umweltbewegung auch immer dafür, dass sie sagen, hey, die sagen, Klimawandel ist ein Problem, das durch zu viel CO2 in der Atmosphäre verursacht wird. Das ist in einem gewissen einfachen Sinne natürlich richtig, aber eigentlich geht es bei Klimagerechtigkeit ja eben tatsächlich auch um die Machtfrage. Wo liegt die Macht? Wer hat die Macht zu entscheiden, wie das Energiesystem aussieht, was sind die primären Energieträger, aus denen wir unsere Energie haben, was sind die Produktionsstrukturen, was sind die Verteilungsstrukturen. Das sind gesellschaftliche, politische und Machtfragen. Und deswegen, und das war ja auch immer sozusagen genau die Geschichte, die wir auch schon seit Jahren erzählen, ist es eigentlich so, dass Anti-Atom- und Anti-Kohle-Kampf gleichzeitig nebeneinander herlaufen müssen. Das alte Stromsystem basierte auf Atom und Kohle, zumindest in der BRD, und es war ein Grundlastsystem, das heißt, du hattest die großen Meiler, wo am Ende nur noch 5 oder 10% sozusagen dazu geregelt werden mussten, aus Erneuerbaren oder Gas oder Ähnlichem. Und da gibt es einen Strukturkonflikt. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir haben den ersten Pfeiler dieses Systems weitgehend in Deutschland rausgekegelt. Ich stimme dir zu, es gibt auf der EU-Ebene ganz große Gefahren. Hinkley Point, das britische Atomkraftwerk, was gebaut wird, das als sozusagen ein neuer Standard für Atomkraftwerke, das muss dringend, das muss verhindert werden. Ich glaube, wir würden schon sagen, dass in Deutschland jetzt die Art von Auseinandersetzung, die um die Atomkraft geführt wurde, die müssen wir jetzt auf die Kohlekraft übertragen. Weil eine Sache, die ich total beeindruckend fand an der Anti-Atom-Bewegung ist, wenn man 2011 ins Wendland gegangen ist, um zu protestieren, musste man im ganzen Land den Leuten gar nicht mehr erklären, warum man da hingeht. Warum, ja. Das war einfach sozusagen schon durch. Das Argument, dass Atomkraft scheiße ist, dass die abgeschaltet werden muss und dass da nur
die großen Stromkonzerne und ihre Vasallen in der Regierung da dran hängen. Das war so verallgemeinert in der Gesellschaft, dass die Atomkraft delegitimiert war. Und das ist, glaube ich, das, wo wir so ein bisschen neidisch sind als Antikohlebewegung. Wir wollen an einen Punkt kommen, an dem die Anti-Atom-Bewegung gut nach 35 Jahren Kampf natürlich war. Dass wir einfach sagen, dieses Geschäftsmodell, wir baggern diese dreckige Braunkohle, um total marginale Profite zu machen und zerstören damit das Weltklima und untergraben die Lebensbedingungen von anderen Leuten, Lebensgrundlagen von Leuten anderswo in der Welt. Das müssen wir genauso delegitimieren, wie ihr es mit der Atomkraft geschafft habt. Und ich glaube, da haben wir jetzt sozusagen, in Deutschland ist die zentrale Auseinandersetzung, würde ich jetzt sagen, einerseits müssen wir tatsächlich das EEG verteidigen und das EEG als sozusagen Bürgerenergiegesetz verteidigen und andererseits den zweiten Pfeiler des fossilen nuklearen Systems rauskegeln. Das wäre jetzt die Kohle. Ich glaube, es gibt einen anderen Punkt, über den wir noch gar nicht genug nachdenken, und das ist, mag jetzt total esoterisch klingen, aber die EU-Energieunion, die macht mir große Sorgen. Die hat nämlich niemand im Blick, weil es ja einfach alles, was die EU-Kommission macht, unglaublich langweilig ist. Da kann man ja, ich bin ja, Politik, und auch weit weg. Das ist weit weg, aber ich bin Politikwissenschaftler, ich weiß noch, wie ich immer bei den Seminaren zur EU-Politik einfach eingeschlafen bin. Und da, das kann man vielleicht einfach kurz sagen, geht es der Juncker-Kommission um den Ausbau, massiven europäischen Ausbau von Gasinfrastrukturen, also Flüssiggas, was gerne auch mal als, auf Englisch heißt das dann Natural Gas oder Erdgas. Also das macht es irgendwie netter klingen, ist einfach auch dreckiger fossiler Brennstoff, bei dessen Förderung unter Umständen auch noch mehr Methan in die Atmosphäre tritt, sodass es am Ende vielleicht sogar noch eine schlechtere Klimabilanz hat als Kohle. Und gerade versucht die EU-Kommission so ein bisschen an allen vorbei, da ein ganz neues europäisches Stromsystem zu bauen, was nämlich wieder auf Fossilen, und zwar in dem Fall auf Gas, beruht. Und das würde ich sozusagen sagen, wenn du auf die EU-Ebene verweist, und du hast recht, da versuchen die Atomkonzerne gerade wieder durch die Hintertür reinzukommen. Auch über die Energieunion. Die Fossilen nämlich ganz genauso. Und das ist vielleicht sozusagen ein wichtiger Punkt, wo wir sagen, wir haben hier jetzt möglicherweise, es geht um die Verteidigung des EEG und um sozusagen Lernen von der Anti-Atom-Bewegung gegen die Kohle zu gehen. Aber es geht auch darum, zu gucken auf der EU-Ebene. Wenn der Gegner sich nämlich auf die Ebene verzieht und wir da nicht sind, dann haben die das ganze Spielfeld. Das ist, glaube ich, extrem gefährlich. Umso wichtiger, dass, wie zum Beispiel bei Ende Gelände jetzt vor ein paar Wochen, dass da einfach wir uns sozusagen auch in der Bewegung die Hände geben, international. Ich würde gerne noch auf einen Punkt hin, den du angesprochen hast, nämlich dieses Thema sozusagen Atomenergie ist delegitimiert. Das glaube ich auch im Moment. Und ich glaube, wovor wir auch, oder sozusagen was wir im Blick behalten sollten, ist, je mehr wir Situationen bekommen oder je mehr sozusagen der Klimawandel auch als Gefahr in die Diskussion gerät. Ich sozusagen denke an die Hochwasser von vor ein paar Wochen in Süddeutschland. Bin ich mir sicher, dass wir auch sehr viel stärker darüber sprechen werden, sozusagen inwieweit gefährdet der Klimawandel und damit auch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen sozusagen uns hier und heute, genauso wie es möglicherweise eine Diskussion ausgelöst hat, wie die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da schon nochmal was wieder ins Kippen kommt. Also denk an diese Kampagne damals vom Atomforum, Klimaschützer der Woche, wo dann irgendwie Atomkraftwerke gelabelt waren. Also ich denke, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, den ja auch ganz viele aus der Anti-Atom-Bewegung immer wieder bringen, solange noch Reaktoren am Netz sind, solange noch Atommüll produziert wird, ist diese Debatte nicht beendet. Ich glaube sozusagen, die Quintessenz daraus muss sein, dass wir sozusagen uns nicht versteifen, genau wie du sagst, auf die Technologie, so gefährlich die auch ist, sondern der wesentliche Punkt ist ja die Struktur dahinter und die demokratische Frage. Und das ist ja, finde ich, immer das Interessante daran, wenn man sich überlegt, warum ist das eine Strukturfrage, warum geht es, also sozusagen ist dezentral immer besser als zentral, das ist ja sozusagen eigentlich kein Selbstzweck, sondern das Spannende, was dahinter steht, es ist ja sozusagen die gesellschaftliche Struktur und der gesellschaftliche Aufbau. Und das finde ich immer das Tolle oder das, was man so sieht, dass solche Bürgerenergiegesellschaften, Genossenschaften, Einzelpersonen, die machen das ja nicht in erster Linie, weil sie damit Geld verdienen wollen mit sozusagen dem Umbau des Energiesystems, sondern die machen das sozusagen, weil sie eine bestimmte Zielrichtung haben, weil sie sagen wollen, wir wollen umsteigen auf erneuerbare Energien. Das ist der einzig sinnvolle Weg und das ist sozusagen der wesentliche Unterschied zur klassischen Energiewirtschaft. Und deswegen, glaube ich, ist das der zentrale Punkt, auf den wir hinwirken müssen. Und das ist auch die Gefahr, glaube ich, das ist was sozusagen die Bundesregierung massiv unterschätzt, dass das einen gesellschaftlichen Wert hat. Also gerade auch diese Bürgerbeteiligung im Energiebereich
nicht im Sinne von, ihr dürft da irgendwo auch ein bisschen mitreden, sondern wir machen selber. Hat ja irgendwie auch was von Selbstermächtigung zu sagen, ich will jetzt nicht mehr irgendwie meinen Strom von E.ON kaufen müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, sozusagen der ganz zentrale Punkt dabei. Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie. Geht nicht umeinander. Excellent. Super, danke. Gerne.